So, hi und hallo mal wieder. Ja, es ist wieder Mittwoch. Die zweite Ausgabe von Star Wars: Bau dein X-Wing von De Augustini ist da. Ausgabe 2, sofort gleich viel teurer geworden, nämlich 11,99 €. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum immer noch die große Pappe, also auf meine Art Müll eigentlich im Prinzip ist. Es sind zwar wunderschöne Bilder drauf, aber es reicht doch wieder, wie die nächsten sowieso sein werden, in so Tütchen drinne, Bauteile, fertig. So viel Pappmüll müsste eigentlich nicht sein. Aber das wird wohl Ausgabe 1, Ausgabe 2 und Ausgabe 3 und so kommen, weil nämlich die drei alle 14 Tage nur erscheinen werden. Und danach jede Woche. Bestimmt, weil sie in die 6 Wochen sind es ja dann, viel Werbung schalten, dass sie davon mehr verkaufen. Aber im Prinzip ist es ja der X-Wing. Ihr wisst ja, der Millennium-Falke, der hängt hier oben. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und jetzt noch den X-Wing, passt perfekt. Aber jetzt schauen wir natürlich auch mal in Ausgabe 2 hinein. Wie gesagt, Merchandising, Bestellscheine brauchen wir alles nicht, weil ich möchte das jede Woche Mittwoch haben. Das habe ich mit meinem Zeitschriftendealer geklärt. Ich bekomme es jede Woche Mittwoch. Aber jetzt blättern wir erstmal in das hochwertige Magazin drin herum. Und ich finde es ja wirklich richtig gut. Allein hier die ersten Ausgaben von X-Wing. Dann nochmal Merchandising. Brauchen wir auch wiederum nicht. Es war ja schon im Millennium Falke die Magazine richtig gut. Und jetzt seht ihr schon, kommen die Bauteile von R2D2, die Beine. Ein bisschen Kabel dabei, ein bisschen Aluminium. Die Lampe einstecken. Es ist wieder nicht sehr viel, die wir bauen müssen. Ausgabe 3. Oh, ist klar. Ausgabe 3 kommt ein Schraubenzieher. Das heißt, ab dann brauchen wir einen Schraubenzieher wieder. Ausgabe 4. Passt natürlich perfekt, aber jetzt kommen wir natürlich zu den einzelnen Bauteilen, die man natürlich erst hier rausklemmen muss. So, und das meine ich. So viel große, schwere Verpackungsmüll muss nicht sein. Auch nicht, wenn es schön aussieht. Wir wissen alle, was gemeint ist. Aber jetzt natürlich Star Wars, Disney. Das ist schwer. Jetzt verstehe ich nicht, warum das schwer ist. Das ist bestimmt wieder richtig schön dickes Aluminium. Also hochwertige Qualität auf jeden Fall. Nehmen wir die erste Platte mal raus. Ja, und ich hörte schon. Richtig schönes, dickes Aluminium. Perfekt. Dann natürlich eine Lampe. Plastik zum Kleben. Also, ich habe hier Ausgabe 2. Ausgabe 1 noch nicht angefangen, weil es ja sehr wenig Teile waren. Da wollte ich es nicht zusammenbauen und auch die Klebe noch nicht aufmachen. Aber jetzt habe ich zwei Ausgabe 1, Ausgabe 2 mir Klebe besorgt. Ich benutze immer die hier von Revell. Ich habe beim Millennium Falcon, glaube ich, 3 oder 4 Mal diese Menge gebraucht. Also 4 mal 25, also 100 Gramm ungefähr. Oder waren es doch mehr? Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall. Nur diese Kleber habe ich benutzt. Ich werde jetzt natürlich 1 und 2 zusammenbauen, dann euch präsentieren, wie das fertige Produkt schon aussieht und sage deswegen bis gleich. So, habe nun beide Teile zusammengebaut, Ausgabe 2 und Ausgabe 1 und muss echt sagen, ich bin enttäuscht. Es war kein richtiger Bastelspaß vorhanden, weil ihr seht selber.
einfach nur das erste Kanonenrohr zusammenstecken. Die Lampe hier, die LED, seht ihr, die schaut bei mir raus von innen. Leicht mit dem Schraubenzieher gegendrücken, sie passt perfekt. Sie geht auch nicht mehr rein. Dann müsst ihr aufpassen an das Kabel, dass ihr das nirgendwo einklemmt, weil nicht, dass ihr das beschädigt und die Lampe, sie leuchtet dann nicht mehr. Mehr war im Prinzip nicht zu tun, ist ja alles lose. Nein, den R2-D2, den zweiten Teil von Fuß zusammenstecken. Das war's. Den ganz kleinen Ring müsst ihr natürlich aufpassen, dass er nicht wegkommt, weil der wird hinterher gebraucht. Der kommt nämlich hier unten rein, wenn das zweite Teil von R2-D2 da ist. Und drauf zu packen, ja okay, diese drei kleinen Schraubmotoren, die habe ich auch noch eingebaut, mehr war nicht. Dann, worauf ihr auf jeden Fall aufpassen müsst. Wenn ihr das zusammensteckt, passt wirklich auf, es ist Plastik. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe es beides hingelegt, dass beides gleich hoch war und dann fest runtergedrückt. Versucht es nicht in der Hand. Nachher habt ihr eine Seite ein bisschen lose, dann könnt ihr es abbrechen. Deswegen versucht es so, nehmt irgendwas Weiches und drückt es rein. So habe ich es gemacht. Es ist nichts kaputt gegangen, es ist nichts verbogen. Bei Plastik verbiegen ist schlecht, aber ihr seht, tadellos. Es funktioniert. Also ich muss sagen, Ausgabe 1 und 2, der Bastelspaß für mich war nicht wirklich da, aber man sieht es, es fängt an. Deswegen hoffen wir jetzt erst wieder in 14 Tagen, wenn Teil 3 rauskommt. So lange muss ich jetzt warten. Enttäuschend, aber danach geht es ja jede Woche weiter. Aber nichtsdestotrotz, Ausgabe 1 und 2, das ist die Ausbeute, zusammengesteckt. Hier braucht ihr auch nicht viel Klebe. Ihr seht, ohne Klebe gemacht, es hält, weil alles wunderbar zusammenpasst. Genau wie das erste Rohr, perfekt. Ein leichter Bogen drin. Das kommt ja hier hinterher. Der wird schon richtig groß. Aber nichtsdestotrotz, jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Baut ihr den mit? Baut ihr auch den X-Wing? Oder wartet ihr noch ab, bis die nächsten Teile draußen sind, dass ihr seht, wie groß er doch wird? Ganz egal was, hier sollt ihr und ihr könnt ihr auf jeden Fall alles über Star Wars, Bau den X-Wing von De Agostini, schreiben, kommentieren, alles was ihr wollt. Ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt, ob es euch zu teuer ist, weil es wird wieder einiges an Geld hinterher zusammen rauskommen bei 100 Teile. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, aber sollte man sowieso nicht. Deswegen schreibt mir alle eure Meinung in die Kommentare unter den Film und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.